Hallo, du liebe Seele, und herzlich willkommen zu deinem neuen Einhorn-Orakel. Ich wünsche dir ganz einen wunderbaren, schönen 1. August, falls du feierst. Ich feiere nicht, natürlich, weil ich habe nicht so gerne so Feuerwerk, außer im Winter, am Silvester. Aber sonst habe ich so Geballere nicht so gern. Und ich bin jetzt auch nicht gerade die Superpatriotin, eher ein bisschen Kosmopolitin, gell? Und darum ist das für mich heute einfach ein schöner, freier Tag, wo ich geniesse, wo ich mich darüber freue, dass es regnet. Und ich bin überhaupt sehr glücklich, dass der Sommer so kühl ist und dass es immer wieder regnet, weil ich liebe ja Regen. Und ja, was gibt es Schöneres, denn hier an den Orakeltisch zu kommen und mit dir zusammen die Lesung dürfen zu machen? Also ich bin ganz in meinem Glück, in meiner Zufriedenheit und ich hoffe, dass es dir auch gut geht und dass du den Tag heute geniessen darfst. Ich muss dich doch ein bisschen näher holen. So, voilà. Ja, so sieht es einigermaßen gut. Gut. Die Einhörner haben mich heute gerufen. Eigentlich schon seit ein paar Tagen. Und bin erst jetzt zur Umsetzung gekommen, weil einfach noch ein paar andere Themen wollen besprochen werden und Priorität hatten. Und ich freue mich jetzt gerade, mit dir zusammen in das Einhorn-Orakel dürfen einzusteigen. Lass uns schauen, was ich möchte zeigen möchte. Oh, zuhören. Du musst dich erinnern als Oktopus-Orakel, dass Zuhören auf dich sehr heilsam kann wirken. Passiv sowie aktiv. Jetzt, wenn du da zulässt, dass es in dir in ganz viele Themen kann in Schwingung bringen, wo vorher für dich vielleicht nicht sichtbar oder nicht fühlbar sie. Was sagt ihr noch? Hören Sie zu, dann wird sich die Antwort offenbaren. Das ist das eine. Und da nehme ich vor allem den Teil, wo du zulassen, so wie als würdest du eben, das ist ja immer so bei diesen Orakel, wie als würdest du einem Hörbuch zulassen und das würde dir eine schöne, wichtige Geschichte verzählt werden, wo dir gut tut, wo dir Heilung schenkt, wo dir Frieden schenkt. Ich höre, wenn ich zulasse, auch für dich in der Übersetzung, dass es um Frieden geht, wo zu dir möchte kommen, um Ruhe, um Rückzug, um Besinnung, einmal mehr, weil wir haben ja heute auch der Vollmond. Und dass du tief darfst entspannen. So tief darfst entspannen und in Harmonie kommen mit dem Leben auf allen Ebenen, wo Harmonie darf entstehen. Gleichklang, Heilung und Trost. Öffne dein Herz auch für die Liebe, weil die Liebe wird dich heilen können. Sie wird alte Strukturen aufbrechen können, die schon lange darauf warten, dass sie aufgebrochen werden dürfen. Und vertraue dem. Vertraue dem, dass das, was dir gegeben wird, genau das Richtige wird sein. Und spüre, wie über die Worte Heilung und Trost in dich eingeflößt werden.
Bestimmung. Handeln Sie heute Ihrer höchsten Bestimmung gemäß. Du sollst ganz bewusst noch mehr lernen, auf dein Bauchgefühl zu hören. Vertrau dem. Lass dich auf das ein. Lass dich auf dich selber ein. Tu dich nicht selber täuschen oder mit dem Kopf die Sache wieder zerzettelnd überanalysieren. Weil du wirst so schneller und einfacher zu deinem Ziel kommen. Und schaff nicht gegen dich selber, schaff auch nicht gegen die äußere Eingebung, sondern erkenne, was für dich bestimmt ist und gang dem nachher. Gang dem mit tiefer Entschiedenheit und Herzkraft nachher. Da haben wir ihn wieder. Der Erzengel Michael. Der verfolgt uns schon ein ganzes Weile. Und das Einhorn-Löwenherz. Es ist Zeit, aufzuwachen und die alten Lebenspfade, die austrampelt sind, zu verlassen. Auf dich wartet etwas Neues, etwas Besseres. Und gang in die positive Zukunft. Befreie dich von allen alten Ängsten und kleinen Denkstrukturen, die dir nichts mehr bringen wollen. Das Alte hat wirklich ausgedient und du sollst auf neue Pfade kommen. Und hab keine Angst. Gang ins Vertrauen. Weil das, was dir hier möchte gegeben werden, ist in höchstem Einklang mit deinem Lebensplan. Es gehört zu deiner Bestimmung. Und wenn neue Themen, grosse Themen in dein Leben kommen, dann ist es normal, dass man ein bisschen mit Angst reagiert oder vorsichtig ist. Doch du sollst mutig sein. Gang voran. Nimm deine Lebensaufgaben an. Und öffne dein Herz. Öffne dein Herz für die Liebe. Öffne dein Herz für dich selber. Öffne dein Herz für deinen Lebensweg und für deine Bestimmung. Und freue dich darüber, weil es ist ja positiv. Es ist etwas, wo zu deinem höchsten Wohl ist, wo dich wird weiterbringen und wo eine Umlenkung wird können stattfinden von allem Alten, wo du nicht mehr brauchst, wo du loslassen darfst, wo du alte Lasten darfst abgeben und darfst aufsteigen in eine neue Energie, zum einem neuen Wesen von dir selber. Was haben wir da? Das verwundert mich gar nicht. Zwei von den Schwertern. Du bist noch in einer ablehnenden Haltung. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass dir alles ein bisschen zu viel ist. Oder dass du eben Angst hast, dass du verweigerst, dass du vielleicht aufgrund von diesen
vielen Enttäuschungen und Schwierigkeiten, die du in deinem Leben gehabt hast, zugemacht hast, dicht gemacht hast. Und es geht für dich jetzt darum, deine Zweifel, dein abwehrende Verhalten, dass du das Beste, was zu dir möchte kommen, nicht an dich dran gelassen hast oder nicht an dich dran lässt, dass du das darfst heilen und transformieren. Deine Öffnung steht kurz bevor. Die Öffnung vom Herz, die Öffnung von deinen Sinnen und all deine Hinwendung zu deinen höheren Potenzial, Lebensaufgaben und Talent. Und Gang ins Vertrauen. Gang ins Vertrauen, dass die Schritte und das, was in der Zukunft auf dich wartet, in jedem Fall nur das Beste dir möchte bringen. Und dass du heute noch aus einer alten Angst heraus enttäuscht zu werden, verletzt zu werden, eine Mauer, ja wie ein Schutzpanzer um dich herum gebaut hast und inzwischen schon alles anzweifelst, obwohl du das eigentlich spürst, dass es gut ist und für dich ist und für dich bestimmt ist. Und so erkenne im Zuge von diesem Prozess, dass das etwas ist, das mit sehr tiefer alter Trauer zu tun hat. Und lass all die Trauer zu. Lass all die Schmerzen von der Enttäuschung zu, von dem Kummer wiederkehrend in deinem Leben enttäuscht worden zu sein, gescheitert zu sein, nicht das erreicht zu haben, was du vielleicht geglaubt hast, zu meinen, müssen, können, wollen zu erreichen, wo aber im Grunde, wenn du in dein tiefste Innerste hineinhörst, sehr wenig mit dir zu tun hat. Und ja, es war schmerzlich, es war eine Enttäuschung, aber es möchte jetzt heilen. Und darum ist der Heilprozess eben genau der, dass du an die kritische Zone hergeführt wirst, um die Entbindung vorzunehmen und durch die Trauer können zu gehen. Trauer um die Enttäuschung. Gib dir Zeit zum Trauern. Gib dir Zeit, den Herzschmerz zuzulassen, wo du ist. Erlaub dir es zu fühlen, dass Sachen, Themen in deinem Leben falsch gelaufen sind. Und wenn du das geheilt hast und in dir innen hast können verarbeiten und zulassen, dann wird eine grosse Bereinigung und eine Befreiung in deinem Leben stattfinden. Gang mutig voran. Ein Beweis für das, dass du Fortschritte gemacht hast, ist, dass du mehr Wärme, mehr Freundlichkeit, Liebe in deinem Leben wirst können spüren. Nimm es an. Nimm dich an. Nimm dein Leben an. Und die Selbstzweifel und die Selbstsabotage aufgrund von fehlendem Mut, aufgrund von fehlendem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein wollen ausgereinigt werden. Lass all die alten Schmerzen zu, damit es heilen darf. Ja, 9 von den Kelchen, wunderbar. Es wird eine neue Harmonie in dein Leben kommen.
Und die Harmonie verspricht dir so ein tiefes, inneres Zufrieden und Glücklichsein, emotionale Balance und Harmonie mit dem, was in deinem Leben ist. Und du wirst auch verstehen, dass das nicht Aufgaben sind, die unbezwingbar sind, sondern ja, sie sind da, ja, es sind Aufgaben, klar. Aber wenn du sie annimmst und an der richtigen Stelle wirklich absolvierst, dann ist es auch wirklich etwas, das bestanden werden kann. Es ist nicht ein Ding von der Unmöglichkeit. Und darum tut mir dir auch nochmal ganz bewusst Mut zufächern, dass du vorangehst. Nimm dich an. Nimm all deine Schattenthemen an. Dass du in das Glück und in die tiefe Zufriedenheit mit dir, im Einssein mit dir, darfst du. Ja, du hast das Beste verdient, dass es dir gut gehen darf und dass die alten Geschichten von der Schwere, von der Enttäuschung dürfen ausgereinigt werden. Was haben wir da noch? Wow, der Hierophant. Und der sagt ganz klar, es ist deine Bestimmung. Da liegt auch unter der Karte von der Bestimmung. Es ist deine Bestimmung. Es ist auch deine Bestimmung, hierher zu kommen und das zu hören. Und es ist auch deine Bestimmung, die Unterweisung dürfen zu bekommen aus der geistigen Welt. Dass du das hören darfst. Dass die guten und die positiven und die wichtigen und richtigen und kraftvollen Kräfte und Mächte an deiner Seite sind. Also zweifle nicht. Ja, die Selbstzweifel, die ich hier gesehen habe. Zweifle nicht. Das sind all die Ängste, die in dir innen noch greifen und wirksam sind, wo du nur kannst befreien, wenn du den Prozess annimmst. Nämlich, indem du erkennst, dass die Ängste da sind, dass die Ängste dein Leben bestimmt haben, dass die Ängste dein Leben weiterhin bestimmen, dass du aus Angst heraus dir nicht getraut hast, dies zu machen, das zu machen und lieber in der Höhle verharrt bist. Und es ist Zeit, jetzt zu verwachen. Der höhere Ruf dürfen zu hören, zu spüren, dass es Sinn gibt in deinem Leben und dass du zu deinem Lebenssinn dürfst vordringen und somit deine Bestimmung dürfst leben. Und wenn du deine Bestimmung lebst, dass du dann durchflutet und durchströmt wirst von all diesen guten und positiven Energien, die dich in jedem Fall unterstützen und bestätigen und nähren und energetisieren, um dem nachzugehen können. Und vergeud keine Zeit mehr mit Themen oder mit Menschen, wo du nicht auf einen grünen Zweig kommst, wo du merkst, das ist nichts anderes als vergebene Liebesmühe, wo kein Rückfluss kommt, wo kein Echo kommt, wo einfach nichts kommt. Lass das sein. Investiere deine Zeit, deine Energie sinnvoll für das, was du brauchst und wo du Wertschätzung, Anerkennung, Liebe, Rückfluss an Energie und so weiter wirst du bekommen. Ja? Okay. Sehr gut. Wow. Pegasus. Schau, ich zeige dir noch, was auf der Unterseite vom anderen Einhorn-Orakel liegt. Pegasus. Öffnen Sie Ihr Herz der Liebe und der Freude. Ja, das ist natürlich schon auch eine Bestätigung, dass du sehr im Kopf bist, sehr am Zweifeln, intellektuell willst Kontrolle halten, dass es dir an Vertrauen und Glauben mangelt. In die höheren Sphären können aufzusteigen, die höheren Kräfte und Mächte durch dich wirken zu lassen.
Und zu was das geführt hat, das kannst nur du sehen. Also erlaub dir's. Ja, sag einfach immer wieder, ich erlaube mir. Ich erlaube mir, dass die höhere Macht, die höhere geistige Kräfte durch mich, für mich dürfen wirken. Ja, und komm in einen Vertrauensaufbau. Weil das ist das Gegenteil von Vertrauen, zwei von den Schwertern. Das ist Skepsis, das ist Zweifel, das ist Lebensverneinung und eine verschränkte Haltung gegenüber dem ganzen Leben. Und wenn man so durchs Leben geht, ist ja klar, dass man nicht glücklich wird. Das ist ganz klar. Und darum kommt ja auch der Hierophant und sagt, es ist für die Zeit und es ist auch für dich bestimmt, in diesen Aufstieg zu gehen. Und man bringt dir ganz viel Mut, ganz viel Vertrauen, dass die Zweifel und die Skepsis und das ständige Hinterfragen und ängstlich sein und nicht getrauen und sich hinter einem Busch verstecken und ja, dass das darf heilen. Ich nehme wahr, dass die Pegasoi, das geflügelte Einhornross, für dich, gerade weil du tagsüber sehr kontrolliert und beherrscht und verschutzpanzert bist, vor allem über die Nacht zu dir kommen und zu dir werden anfangen wirken. Und lehn nicht immer alles ab. Nimm an. Lern anzunehmen. Öffne dein Herz. Kultiviere Dankbarkeit. Lass dich einweihen von den Mysterien des Lebens. Und erkenne, zu was das geführt hat, die verschränkte Lebenshaltung, wie viel Mangel, wie viel Einsamkeit, wie viel Isolation, wie viel Sinnlosigkeit das in deinem Leben beschert hat. Und man will dir Gutes tun, man will dir helfen. Also nimm es an. Öffne dich. Nimm es an. Nimm's an. Nimm's an. Ja, also es scheint mir ein bisschen so, als hätten wir es hier mit einem schwierigen Fall zu tun. ja, wo Menschen einfach so viele Schwierigkeiten in ihrem Leben erlebt haben, dass sie das Glas nur noch halb leer sehen. Und das hat auch viel mit unseren Kronenchakra-Themen zu tun, dass wir es nicht schaffen, unsere Gedanken zu verändern. Sprich, auch in einem weiteren nächsten Schritt unsere Gefühle zu verändern. Die hängen ja miteinander zusammen. Und das ist dann eher so wie eine Totalblockade. Und Totalblockade, also die Karte 2 von der Schwerter spricht schon von einer Totalblockade. Ich lasse nichts an mir her. Ich bin selbst herrlich, könnte man da schon fast sagen, auf eine negative Art und Weise. Im Sinne von, ich allein bestimme über mein Leben, ich lasse nichts an mir her. Verhärtet und verpanzert, das war gestern ja auch beim Erzengel Metatron ein Thema gewesen. Und dass das zu sehr viel Frustration in meinem Leben führt, zu wiederkehrendem Unglück, zu gelangweilen zu sein, es läuft schon wieder nicht. Ja, und siehst, all meine Vorurteile haben sich wieder bestätigt. Das ist ja auch klar. Das ist wie so eine negativ abwärts drehende Spirale. Und die soll überwunden werden. Ich bin gespannt. Also es ist schwierig mit solchen Fällen hier. Die brauchen viel Aktivierungsenergie, viel Basisarbeit, um so das Gefährt, ja, auch von der Selbstheilungskräfte, in Schwung können zu bringen. Es braucht viel Geduld, viel Ausdauer und Beständigkeit. Aber wenn es dann mal fährt, dann ist es gut. Ja? Aber das ist so ein bisschen, eigentlich schon fast ein, bisschen ein verzweifelter Fall, den wir hier haben. Ja, schau, Einheit. Einheit, du bist geliebt. Und ich nehme auch ganz fest vor, dass du auch Themen hast, falls du dich dem Orakel angesprochen fühlst. Vielleicht ein bisschen Themen so vom schwarzen Schaf,
Ja, dass du dich ungeliebt fühlst, dass du dich nicht angenommen fühlst, dass du eben selber auch schon in dir selber einredest und glaubst, ja, alle haben ein glückliches Leben, nur ich nicht. Aber das ist auch ein bisschen selbstverursacht. Da nehme ich auch wirklich selbst mit Leid vor, wo man sich auch ein bisschen von den Wunden lecken. Und man gibt dir jetzt hier auch wirklich nochmal die bedingungslose Liebe und die Akzeptanz und die Annahme und eigentlich alles, was du bräuchtest, um integriert zu werden, um dich tief geliebt und umarmt zu fühlen. Und du bist es wirklich wert. Ja, ich spüre auch wieder Selbstwertthemen, verbunden auch mit Selbsthass und Selbstgeißelung, wo du dich ausgrenzt von der Gesellschaft und dass du das Gefühl hast, du bist es nicht wert, dass es dir gut geht und dass du dann schon fast schlecht anfängst denken oder reden, wenn so hohe, liebevolle Energien kommen und du das wie fast von, wie soll ich sagen, sabotieren und schlecht reden, obwohl das eigentlich die Wahrheit ist. Und das zeigt schon, wie sehr du eigentlich mit deinem eigenen Schatten verhaftet bist und wie dringlichst heilungsbedürftig du wärst. Ich weiß nicht, das ist sehr schwierig mit solchen Menschen. Und man kann es probieren, lieb und nett, das denen zu erklären, aber manchmal reicht das nicht. Manchmal braucht es einfach wirklich, wenn ich es so mal formuliere, einen verdammt harten Donnerschlag, wirklich so einen richtigen prätschigen Ring, für das sie verwachen und ihren Schmerz spüren, dass ihre Wut im Inneren anfangen zu kochen, um in eine so tiefe Transformation zu gehen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist wirklich eine Gratwanderung mit solchen Menschen, weil dort ist auch ganz viel, wie ich es vorher erwähnt habe, negative Energie kumuliert. Ja, auch verbunden mit Selbsthass, dass sie das dann gegen sich richten und vielleicht auch auf andere richten und dass das dann wirklich sehr, sehr bösartig und auch sehr gefährlich kann werden. Und es ist auch schwierig, das abzuwägen, wie man hier optimal vorgehen kann. Man kann nur beten und die guten, heilenden, positiven Energien anrufen, die Energien auch vom Erzengel Michael und auch vom Einhorn Löwenherz, dass die Menschen einfach aufgeladen werden mit positiver Energie, mit heilsamer Kraftquelle, um ihre Negativität können zu transformieren. Und dass sie sich selber auch als ein Kind von der Liebe dürfen anschauen, von der höheren Liebe. Und das sind wir ja alle. Und ich nehme da so ein bisschen auch wie Energien wahr von gestürzten Engeln. Ja, so wie zum Beispiel der Erzengel Samael ist ja auch ein gestürzter Engel, der ja eben zum Teufel geworden ist, um im Rahmen von der Dualität uns auch den Schatten aufzuzeigen. Das ist ganz ein normaler, natürlicher Prozess. Und die Menschen haben so viel Negativität in sich aufgesaugt, dass sie eine tiefe Entgiftung brauchen von all diesen alten Schmerzen. Und das ist schon so innerlich toxisch und chronisch geworden, aufkumuliert über Jahre hinweg. Und wenn wieder etwas schlecht gelaufen ist, wo eben so viel Sabotage und Angstenergien in diesen Menschen herrschen, dass dann wirklich so wie sie sich wieder selber viel anfangen geißeln. Ja, und sich selber viel verrichten und bösartig werden, auch gegenüber anderen. Und die Menschen brauchen viel Licht, viel positive Energie, weil das auch von ihrer Grundkonstitution aus in der Regel Menschen sind, die depressiv veranlagt sind. Und das sind eigentlich die Menschen, die in unserer Gesellschaft das äußerste Mitgefühl brauchen, die äußerste Liebe, um die grosse Kraft von der Gnade, von der göttlichen Liebe können zu erfahren und dass sie bedingungslos angenommen sind. Ja, ich weiss, es ist sehr schwierig. Es braucht viel Geduld, viel Toleranz, viel Liebe, bedingungslose Liebe, um so einen Integrationsprozess für solche Menschen können zu machen. Es ist herausfordernd, muss ich ganz klar sehen. Aber das ist eben dann auch die Kunst von der bedingungslosen Liebe, dass sie eben die Menschen nicht verurteilt, sie nicht bewertet, auch
Gerade eben deswegen, weil das eben Menschen sind, die sich eben selber ständig bewerten, sich eben selber ständig kritisieren, ständig an sich selber herumnörgeln und darum auch dann anfangen, sich selber zu sabotieren und sich selber runterzumachen. Und wenn sie schon vermuten, dass jemand anders sie runtermachen könnte, dass sie sich schon selber viel anfangen zu schlagen und geißeln und dann auch die Toxizität und die Bösartigkeit auch auf andere übertragen wird. Ja, die Beispiele haben wir ja auch gehabt hier auf meinem Kanal in der Vergangenheit. Und es ist eigentlich jetzt wirklich auch angesagt, das in Liebe anzunehmen. All die Schattenseiten in Liebe anzunehmen und sie zu integrieren. Als ein Teil vom Großen und Ganzen. Und das ist auch ein Teil von der Dualität. Okay, ja, Seelenplan. Was wiederum zur Bestimmung gehört, was wiederum dort zum Hierophant gehört. Und was ich hier auch spüre, ist für dich, es ist dein Seelenplan, die Schatten noch weiter zu integrieren, aber auch durch die Heilung und durch die liebevolle Transformation und Annahme von deinem Schatten, je nachdem, wo du stehst im Rahmen von deiner persönlichen Entwicklung, auch die Liebe und das Licht diesen anderen Menschen können zur Verfügung zu stellen, die eben in ihrem Bewusstsein bzw. in ihrer Liebesfähigkeit noch nicht so weit sind wie du. Je nachdem, wo du stehst. Gell? Wir sind hier in einem kollektiven Orakel. Und als ich das alles hier so ein bisschen von deuten habe, ist mir gerade wieder so ein bisschen die Priapus-Energie in den Sinn gekommen. Und auch bei mir habe ich auch müssen sagen, das ist eigentlich das Äußerste an Güte und auch an Mitgefühl und an Liebesenergie, wo auch jetzt in mir innen aktiviert wird, um ihm können zur Verfügung zu stellen, dass er seine Transformation machen kann. Und dass er daran glauben darf, dass das für ihn auch ein richtiger, guter und langfristig gesehen sinnbringender Pfad wird sein. Und natürlich ist das schwierig, natürlich tut das weh, natürlich ist das auch schmerzhaft und natürlich würde auch ich in dem Moment sagen, nein, also sicher nicht, also mit so einem, nein. Aber wer hilft denn diesen Menschen? Die haben ja gar niemanden. Und das ist ja der auch ein bisschen, man darf es auch nicht zu fest verübeln, weil sie wissen es nicht besser. Ja, es ist ja wie, ich weiß gar nicht, wie der Bibelspruch geht von Jesus und er gesagt hat, vergib es ihnen, weil sie sind wie Kinder, sie wissen nicht, was sie machen. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig, weil das auch ein Akt von der Nächstenliebe ist, im Zuge von dieser Liebesenergie, die kollektiver Art und Weise jetzt auch gegeben werden, wirklich auch grossherzig und grossmütig dürfen sein, um gewissen Menschen auch Integration dürfen zu ermöglichen in Bereichen. Und auch jetzt hier in diesem Fall, in diesem Lebensplan, im Rahmen von diesem Seelenplan und Lebensplan, um auch für sie in diesen Aufstieg können zu gehen. Und dass das eben auch jetzt in meinem Fall, ja, das ist ein kollektives Reading, aber ich gebe dir das Beispiel an mir, in meinem Fall auch von meiner höchsten Bestimmung her bestimmt ist, mein Entwicklungsziel, in meinem Fall jetzt akzeptieren dürfen, zu aktivieren und auch so jemandem die Liebe dürfen zu geben, die er vielleicht nie bekommen hat. Auch das Verständnis und auch das Mitgefühl. Was nicht heisst, dass man zu all dem, was schlecht war oder negativ war, das einfach blind abnickt und sagt, ja, ist schon gut, schwamm drüber. So ist es nicht. Aber gleichzeitig auch in einer freundlichen Haltung, respektvoller Art, benennend, was Sache ist und gleichzeitig auch die Hand reichend, hey, du hast die Möglichkeit. Ja? Und solange die Energien da sind, ist die Hand da. Ja, wie lange auch immer das mag sein, ich kann das nicht beurteilen. Aber solange die Energie und das Energiefeld da ist, ist die Hand da, weil die Hand kommt aus der bedingungslosen Liebe, aus der Freundschaftlichkeit, aus der Wertschätzung, wo ein Mensch in seinem Leben nie bekommen hat. Ja, nie in dieser Form. Und das nennt sich dann Gnade. Gnade aufgrund von bedingungsloser Liebe. Okay. Und natürlich auch für jeden anderen, im Rahmen dessen auch toleranter zu werden gegenüber den Schattenthemen, seinen eigenen Schattenthemen, die zu umarmen, die anzunehmen und aber auch anderen Menschen die Chance dürfen zu geben, dass sie sich auch dürfen wandeln. Gleichzeitig aber auch mit einem sehr grossen Unterscheidungsvermögen, wo die Grenzen klar markiert sind. Ja, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz explizit betonen. Ja, das passt natürlich perfekt. Auf der Unterseite vom Kartendeck haben wir Judgment. Das ist die absolute Befreiung. Der Trompetenklang.
vom Engel, der wirklich sagt, jetzt befreien wir die Leiche aus dem Keller befreien. Ritter von der Münze, ja. Das ist der beständige Arbeit, die sich dann auszahlt und wo dann eben auch durch Justice die karmische Ausgleichung auch reinkommt und wo karmische Fäden eben gekappt werden. Ja, sehr gut. Sehr gut. Was kann ich da noch dazu sagen? Ich wünsche all diesen Menschen, die so eine schwere Zeit haben, viel Positivität und Leichtigkeit. Öffnung für ihr Herz. Gleichmut. Liebe. Selbstliebe. Selbstvergebung. Und ein Trost, der aus der unendlichen Sphäre vom Kosmos für sie einfließen darf. In diesem Sinne, alles Liebe und mach's gut.